Hallihallo, der Beutel hier, willkommen zurück zu Fountain of Youth, liebe Leute. Ich bin sehr gespannt, was uns heute in dieser Folge erwarten wird. Es ist ja komplettes Neuland für uns. Ich nehme hier mal noch die paar Blätter mit. Ich gucke noch mal die ganze Insel ab. Und dann habe ich mich dafür entschieden, doch nicht diese Insel zu besuchen als erstes, sondern erstmal die da drüben. Die sieht mir irgendwie einladender aus. Ich denke, da werden wir tolle Sachen entdecken. Oben rechts steht ja, wir sollen das Lager der Überlebenden finden. Vielleicht ist es ja dort. Wenn nicht, dann finden wir es wahrscheinlich später. So, was haben wir hier? Haufen Schrott brauchen wir nicht. Übrigens nochmal danke für die Hinweise, dass auf dem Schiff war nicht alles, nicht jeder Schrott aus Holz, sondern tatsächlich ist da auch Schrott dabei, aus dem ich Seile gewinnen kann. Aber die heben wir uns mal auf für einen besonderen Notfall. Ich habe ja, glaube ich, ein paar Seile einstecken. Also im Kofferraum vom Kanu. Genau, ich sammle hier mal noch die ganzen Blätter und das Zeug ein. Vielleicht nehmen wir noch die ein oder andere Kokosnuss mit. Das wäre eigentlich sinnvoll. Wartet mal, hier ist keine dran. Hier sind welche dran. Die schneiden wir jetzt noch kurz ab. Nehmen wir alle mit. So, ernten. Wir gehen nochmal 13 Minuten. Wartet mal ganz kurz. Oh, wir sind kurz vor der Nacht, aber das schaffen wir. Das schaffen wir, Leute. Lag jetzt hier noch was? Hier liegt noch was. Ja, Krabbe, du darfst leben. Ich habe Kokosnüsse. Dich nehme ich heute mal nicht auseinander. Da kannst du seppeln, wie du willst. Du bist frei. So, dann huppen wir ins Kanu und dann geht's ab darüber auf diese Insel. Insel pro Pinsel. So, ans Steuer. Navigieren und los geht's, Freunde. Einmal rumgezogen, die Karre. Alter, ist das immer laut, oder? Das ist krass. So, das da vorne sieht sehr, sehr interessant aus, Freunde. Ich bin sehr gespannt, was das ist. Sieht ein bisschen aus wie eine indigene Pyramide, ne? Oh, da ist ja auch noch was. Ja, lass uns zuerst die machen. Peu à peu. Oder wir machen erstmal die ganzen kleinen dort, aber da wird wahrscheinlich nichts sein, ne? Wenn da doch was sein sollte, guckt mal dort zum Beispiel auf dieser Insel. Dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ja, ansonsten guck mal erstmal hier durch. Das sieht echt interessant aus, Freunde. Guckt euch das mal an. Das ist noch nicht mal an der Insel dran, ne? Das ist eine eigene kleine Insel, so wie es schaut. Cool, das gucken wir uns an. Ort freigeschaltet. Ah ja, wir müssen ja, weiß gar nicht, ob ich genug Pinsel und Kartusche mit habe. Zur Not müssen wir mal, ne, wartet mal, das ist doch scheiße hier. Zur Not müssen wir nochmal zurücksegeln zu unserem eigentlichen... Na, ihr wisst schon, zu unserer Hauptinsel und dort nochmal Zeug herstellen. Komme ich hier irgendwie hoch? Hier sieht es so aus, Leute. Hier sieht es so aus. Wartet. Da ist eine Treppe. Wunderbar. So, stopp. Stopp, die Wette quillt. Was haben wir hier? Kaputte Tonkrüge und ein Einbaum. Das ist übrigens auch so ein Traum von mir, einmal im Leben so einen Einbaum zu bauen. Aber ich weiß nicht, ob ich das... in diesem Leben noch schaffe. Vielleicht im nächsten Leben. Wir gucken erstmal außen rum. Achso, und ihr habt gesagt, ich soll immer mal die Sicht benutzen. So. Okay. Ah, da ist was drinnen, da oben. Cool. Das gucken wir uns an. Das gucken wir uns an, Leute. Ah, ist das Spiel schön. Ist das schön. Vielleicht können wir auch gleich hier dann einfach schlafen, Leute. Wenn ich hier mein Bett hintrapieren darf. So, ist hier irgendwas? Was ist denn das, Alter? Sorry, dass ich immer Alter sage. Ich habe ein bisschen viel Zeit mit der Jugend verbracht. Da bleibt sowas hängen. Ah, primitive Lampe. Interaktion. Oh, wir brauchen Öl. Das können wir ja endlich auch mal herstellen. Das sage ich ja schon seit ein paar Folgen. Weil das Fett vergammelt ja und das Lampenöl wahrscheinlich nicht. Brennstofftyp. Haben wir leider nicht. Schade. Liegt hier vielleicht was? Oh, guckt mal. Plan für eine... TU-Hautflasche ins Inventar legen. Cool, 4 neue Baupläne wurden geöffnet. Gucken wir gleich mal rein. Herstellung. So, was ist hier neu? Obsidian-Pfeile. Bisher haben wir noch keinen Pfeil und Bogen benötigt. Ne? Das geht ganz gut ohne. So, das hier. Tragbares Leuchtfeuer. Stimmt, ihr hattet ja mal gesagt, ich soll auch hinten vor meiner Höhle ein Signalfeuer bauen. Und dann mal in den Himmel schauen. Das lohnt sich wohl. Das müssen wir alles noch machen. Erinnert mich noch mal dran, falls ich es vergesse. Robustes Kanu. Ne, das haben wir ja alles, ne? Stabiles Floß.
Hä, warte mal, verbessertes Floß? Das haben wir doch alles schon. Genau. Nee, was ist denn hier neu? Wahrscheinlich irgendwas dann. Hier, das ist neu. Gebackener Fisch in Ton. Aber ansonsten, na, die ganzen Bauteile hier. Wand mit Tür. Zack, zack, zack. Tja, Leute. Warte mal, hier ist irgendwas Neues. Lehm-Eisalbe. Mm. Das klingt eher schmackhaft, als dass man da Medizin zünden kann, herstellen kann. So, okay, also hier muss Lampenöl rein. Das merken wir uns mal und dann geht's weiter, Freunde. So, bösartige Tiere sind hier nicht. Ist hier sonst noch irgendwas zum Looten? Nö. Alles klar. Da ist unser Kanu. Was sagt die Zeit? Es wird gleich Nacht. Wir könnten im Prinzip hier drinnen übernachten. Essen und Trinken haben wir ja theoretisch. Ja, lass uns das machen, Leute. Lass uns das machen. Dann lass uns hier mal das Bett aufbauen. Wo haben wir es? Da. Zack. Ach, darf ich nicht hier hinlegen? Okay, ne, dann müssen wir rüber. Dann müssen wir rüber. Nützt ja nichts. Wenn er es nicht hier hinlegen darf. So, ich gucke noch mal ganz kurz rein. Was haben wir hier drin? Wir haben 8 Seile mit. Also brauchen wir nicht unbedingt dort looten. Das müssen wir mal noch lesen. Ein Werk über Astronomie und jahreszeitliche Himmelsbeobachtung. Zusammengestellt von Johannes Müller von Königsberg. Ich liebe übrigens Königsberger Klöpse. Bekannt als Regio Montanus. Ausgestattet mit Diagrammen und Bildern von Mond- und Sonnenfinsternissen sowie beweglichen astronomischen Tabellen und Diagrammen, die die Bewegung der Himmelskörper bestimmen. Veröffentlicht in Venedig im Jahr 1476. So, ja, lesen wir aber später, machen wir jetzt nicht, weil das kostet uns ja wieder halt ganz viel Zeit. Und die haben wir jetzt momentan hier nicht, weil wir müssen uns ja erstmal hier zurechtfinden. Wir müssen erstmal gucken, ey, da drüben ist irgendwas. Boah, guckt mal, da dreht sich was. Ich weiß nicht, ob ihr das seht auf eurem kleinen Bildschirm. Aber da vorne dreht sich irgendwas. Wie als... ja, keine Ahnung. Als wäre es nicht von dieser Welt. Kann ich hier andocken eigentlich? Nö, kann ich nicht. Na, dann machen wir hier Navigation beenden. So, Freunde. Gucken wir uns das an. Da liegt schon das nächste Seil. Wunderbar. Wie viel... ah, wir können noch ein bisschen tragen. Das läuft alles. Stimmt, wir müssen hier mal einen hohen Punkt finden. Vielleicht finden wir hier dieses Zeug, was wir benötigen, um Leder herzustellen. So, hier ist eine Dattelpalme. Da könnten wir im Prinzip nochmal die Saftpresse anbringen. Da ist ein Vogel, alles klar. Eier und Zeug hat es auch. Wir gucken mal. Ich gehe mal hier rechts gucken. Erstmal will ich den Vogel killen, weil wenn wir uns jetzt hier nachts schlafen legen, möchte ich nicht, dass der über uns herumfliegt. Aber erstmal muss er zu uns kommen. Ist das hier so ein Lianenseil-Dingsi-Bumsi-Baum? Ist das so ein Ding? Sieht so aus, ja. Leiter platzieren. Jetzt haben wir... nee, das schaffen wir jetzt nicht mehr mit dem Kartieren. Kommt der jetzt mal runter, der Typ? Will er nicht. Gut, passt auf, dann gehen wir zum Floß zurück. Und legen hier erstmal irgendwo unseren Schlafsack hin, weit weg von diesem Geiervogeltier. Vielleicht hier so, wenn es geht. Wäre gut. Wo ist es? Da. Achso, ich kann mich doch auch, ich habe doch hier auch in meinem Boot, kann ich da auch schlafen, oder? Zeig ich mal, geht das? Hütte aus Häuten, Interaktion. Ja, dann machen wir das doch so. Genau, dann sind wir fit, es ist Tag. Und jetzt klettern wir erstmal auf den Baum und kartografieren den. Ey, hier ist Lehm. Sehr gut, gut zu wissen. Es ist vielleicht doch sinnvoll, diesen Lehmbackofen, den ich gebaut habe in meiner Höhle, dass wir den vielleicht dort aufbauen, wo tatsächlich auch Lehm sich befindet. Ne? Müssen wir mal schauen. So, was ist denn jetzt aber mit dem Vogel? Kommt der jetzt mal runter oder muss ich erst hoch? Wie ist es? Es kommt ja Angriffsmusik. Jetzt sehe ich ihn aber auch gar nicht. Da ist er. Hm. Er will nicht. Na, vielleicht kommt er, wenn wir hier oben sind. Da brate ich in eine rein. Und dann kartografieren wir. Hm. Ich sehe ihn halt nicht. Das ist so ein bisschen problematisch. Zack.
So, was haben wir hier? Großer Ast. Ein Teju. Hab hier Dattelpalme. Termitenhügel. Stimmt, ihr hattet mir irgendwas gesagt, ich soll Ameisen einsammeln. Ameisenbär, Kokospalme. Gut, das gucken wir uns jetzt alles in Ruhe an. Jetzt muss ich erstmal das Seil finden. Mache jetzt keinen Scheiß. Ich weiß noch, in der Demo bin ich mal von so einem Baum runtergeklatscht und dann war ich tot. Das war ärgerlich. So, okay, also. Wir gucken uns erstmal die Termitenhügel an. Er greift. Au! Hey! Kack, kack, kack! Wo bist denn du? Alter! Okay, wir haben ganz schön Schaden gekriegt. Ey, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. So, gucken wir mal. Wir würden hier einmal Fett rausbekommen, Knochen und rohes Fleisch. Hm. Das Fett, aber wenn wir jetzt Lampenöl brauchen, ist es vielleicht sinnvoll. Okay, den habe ich echt nicht gesehen. Der war hinterlistig, Leute. Was ist denn das hier? Ey, das kann Feigenkaktus. Interaktion. Ja, hol dir mal das ganze Zeug. Gibt es vielleicht neue Baupläne? So, Kaktusstücke. Wir gucken mal im Inventar, was die bringen. Kann von Kakteen gesammelt werden. Gibt es da Baupläne dazu? Gibt es keine Baupläne? Hm. Das ist auch komisch. Was ist das hier? Das bringt nur Holz. Gut. Oh, ein kleiner Ritterling. Neue Baupläne. Zeig mal her. Baupläne. F. Gebratene Pilze. Super. Irgendwas greift schon wieder an. Oder ist es wieder dieser Vogel? Jetzt kommt er. Du Arschgeige. Nee, du kannst deinen Mist behalten. Das will ich jetzt nicht. Oh, unsere Gesundheit ist im Keller. Okay, irgendwas ist hier, Leute. Ah, da hinten. Waschbären oder sowas sind das. Keine Ahnung. Oh. Können wir uns ja auch mal ganz kurz reinziehen, wenn ich die irgendwie gejagt bekomme. Er ist jetzt schon irgendwie spannender. Ameisenbär. Oh, Ameisenbärfleisch. Das schalten wir mal noch frei. Knochen brauche ich jetzt nicht unbedingt. So. Tierische Haut, Ameisenfleisch. Jetzt sind wir hier beim großen Ast. Hä, aber wo sind denn diese Termitenhügel? Bin ich denn noch blöd? Oder blind? Müssen doch direkt hier sein. Ah, nee, das sind Fußspuren. Hier ist irgendwas, guck mal. Das sind auch alles Fußspuren. Ich bin doch direkt jetzt beim Ameisending. Hm. Ach, hier, guckt mal. Wow, cool. Und da kriegt man auch Lehm raus. Ja, geil. Aber lass uns erstmal nur die Ameisen holen. Den Lehm können wir ja später machen. Es gab übrigens ein Update, habt ihr mir geschrieben. Dass jetzt das Zeug schneller wieder spawnt. Gucken wir mal. Baupläne. Heilung. Behandelte Ameisensäure. Behandelt alle Formen der Überhitzung, leichte Überhitzung, Sonnenstich. Na gut, wir haben ja jetzt hier kein Problem mit Überhitzung. Aber gut zu wissen, haben wir wieder was freigeschaltet? Was ist das hier für ein Ding? Toter Baum. Ne, brauchen wir nicht. Wir brauchen diesen anderen Baum. Sorry Leute, dass ich mich hier so langsam und bedacht bewege, aber wir müssen auch mal essen und trinken, sehe ich gerade. So, stell mal zwei her. Aber es ist ja Neuland für mich, ne? Ich will jetzt hier auch keinen Mist machen. So, also trinken ist gedeckt. Und einmal... Ne, wo ist er? Hier. So. Satt sind wir auch. Sehr gut. Satt und zufrieden. Da oben, da blinkt was. Da. Guckt mal. Das ist so ein Kopf nochmal. Naja, wir gehen jetzt hier alle Inseln peu à peu ab. Und werden ja sehen, wo es uns hinführt, das ganze Spiel. Was haben wir hier? Okay. Komme ich hier irgendwie lang?
Ja, hast schon wieder Schaden bekommen. Ah ja, guck mal. Ich dachte, das ist nochmal eine extra Insel, aber anscheinend nicht. Wir müssen vielleicht irgendwo hoch und nochmal kartografieren. Wie viel Tusche hab ich noch? Dreimal. Ist jetzt nicht so viel, ne? Boah, ist das spannend und aufregend. Was ist denn das da? So ein komischer Baum. Was kriegt man da? Besonderes Objekt. Axt auswählen. Baue eine Brücke. Ach, krass. Okay. Ah, cool. Ach, hier ist so eine Art Canyon. Guckt mal. Wie cool ist denn das? Jetzt kommen wir hier langsam rüber. Geilo. Wo hat das vorhin geblinkt? Da drüben irgendwo. Da. Scheiße, Leute. Hier ist so viel zu entdecken. Damit habe ich jetzt so gar nicht gerechnet. Vor allem, das Spiel ist ja... wieso haben wir denn jetzt doch leichte Überhitzung? Scheiße. Wo bist du, was mich hier gerade angreift? Ich sehe es nicht. Da sind irgendwelche Fußsporen. Ich hau jetzt hier ab. Der hat diese Haut, die brauchen wir. Ernten. Ja, diese Überhitzung ist jetzt so eine Sache. Baupläne, lass mal gucken. Frische Teyut-Haut. Wir haben ja auch eine Trinkflasche vorhin gefunden. Okay. Die Frage ist, ich habe diese Blätter nicht, ne? Diese Plattenblätter brauchen wir. Dann könnten wir diese Medizin gegen Überhitzung herstellen. Das ist ärgerlich. Was ist denn das hier eigentlich für ein komisches Gebilde? Ist hier noch irgendwas? Nö, die V-Sicht sagt nichts. Das brauchen wir auch nicht. Oh, das hier, Aloe, ist doch eigentlich auch gut gegen Überhitzung, oder? Irgendwas zischelt hier und macht. So, neue Baupläne. Ich gehe mal ganz kurz in den Schatten, Leute. So viele neue Baupläne auf einmal. Was ist denn das? Eine Kräutermaske. Das klingt cool. Da brauchen wir aber hier irgendwas zum Gegenstand. Warte. Das war ein... das Stück Leder. Und für das Stück Leder brauchte man noch irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Wir brauchten so einen krummen Ast, ne? Irgendwie. Okay, wo bist du? Ich sehe es halt. Die tarnen sich echt gut, die Scheißdinger. Oh, wir haben nur noch halbe Gesundheit. So, okay, TU. Du hast mir leider keine Tierhaut gebracht. Süßkartoffel! Ja, geil! Mensch, Leute! Kein geeignetes Werkzeug. Oh, wir haben die Schaufel nicht mit. Scheiße. Okay, gut zu wissen, dass man dafür eine Schaufel braucht. Kann ich denn hier irgendwo eine Pfauenblume gut kartografieren? Das wäre jetzt mal wichtig, Leute. Ist hier irgendwo ein hoher Punkt? Wir müssten irgendwie auf diesen Felsen da hoch, ne? Aber... Ja, jetzt habe ich auch noch einen Schnitt, ey. Das gibt's doch nicht, Leute. Wartet mal. Schnitt haben wir hier. Use. Ich könnte jetzt mal zum Floß gucken. Ja, das machen wir. Und dort bauen wir ein Lagerfeuer und machen uns mal die neue Medizin gegen Überhitzung. Sonst haben wir hier echt bald ein Problem. Ich wusste halt nicht, dass man hier auf den neuen Inseln so schnell überhitzt. Also vorausgesetzt, ich habe in dem Floß, in dem Kanu meinte ich natürlich, die richtigen Blätter, diese platten Blätter, wisst ihr, was ich meine? Weil die brauche ich ja wahrscheinlich, um diese Medizin herzustellen. Holz sollte ja genug da sein. Das ist nicht das Problem. So, die Frage ist, wo ist der Stamm? Hier. Ja, nicht runterfallen. Obwohl man da unten wahrscheinlich auch mal alles durchgucken müsste.
wie vorsichtig man gleich wieder ist. Ich habe mich so sicher gefühlt in dem Spiel. Aber jetzt so mit Neuland, neuen Tieren, die angreifen, ist das schon irgendwie eine andere Nummer. So. Tja, das mit der Überhitzung ist halt Mist. Aber was schützt denn da? Wir haben doch aber eigentlich hier Sonnenschutz 100%. Hm. Ah, Überhitzung 0%. Hier steht's, Leute. Scheiße. So, die Kokosnuss nehmen wir mit. Theoretisch ist unser Kanu hier vorne. Da ist es. So, passt mal auf. Dann bauen wir hier im Schatten irgendwie. Oh, was ist denn das hier? Achso. Bauen wir hier jetzt einmal mal ein Lagerfeuer. Herstellung. Lagerfeuer. Zack. Genau, platzieren. So. Ich hoffe, wir haben diese Blätter mitgenommen, Leute. Das wäre jetzt sehr, sehr wichtig. Ja. 8 Stück. 1, 2, 3, 4. Wir stellen mal 4 mal so eine Heilung her. Die Ameisen, wir haben 9 Stück. Das sollte passen. Achso, haben wir Anzündwerkzeug und so? Ja, Feuerstein. Oh, unser Feuerstein. Aber wir haben, glaube ich, welchen gefunden, ne? Naja, alles gut, Freunde. Achso, wir können ja auch mal alles aussortieren. So, was wir hier nicht brauchen. So, okay. Also, die Muscheln rüber. Pilzanzünder nehmen wir mit. Ameisenbärfleisch. Lecker, lecker. So, die frische Dingsi-Haut. Aloe. Ansonsten den Knochen kann auch hier rüber. Ganzen Blätter können hier rüber. Tja. So viel haben wir gar nicht, was da rüber muss. Okay, also Interaktion. Dann hauen wir ein Stück Holz rein. 5 Stunden. Pilzzünder. Los geht's. Wunderbar. Also. Wo ist das? Tabakkompresse. Scheiße, Leute. Kann das sein? Wir machen uns mal das Stück Fleisch. Kann das sein, dass wir da den Kochtopf brauchen oder sowas? Lass mal kurz nochmal schauen. Da, Baupläne. Heilung. Maschinenherstellung. An der Chemiewerkbank, tatsächlich. Ah, das ist Mist, Leute. Das ist Mist. Naja, dann schlafen wir jetzt. Hab ich sonst noch irgendwas, was wir hier noch... Ah ja, diese komische frische Haut, die kann noch raus. Nee, dann schlafen wir jetzt und müssen halt irgendwie mit der Überhitzung klarkommen erstmal. Nützt ja nichts. Ach so, warte mal, was ist denn hier? Ich habe doch aber noch dieses andere Fleisch. Warum geht denn das nicht? Brauchst wahrscheinlich auch einen Kochtopf, hä? Wartet mal. Da steht nichts. Essbar, kann von... Schmeckt besser gekocht. Ja, gekocht klingt eher nach Kochtopf. Also wir könnten jetzt hier mit dem Lehmofen und so... Ach nee, das ist mir jetzt alles zu stressig, Leute. Dann hauen wir das hier rüber. Und gut ist. Und das hier auch erstmal. Okay. Freunde, Aloe rüber, Fett rüber, die Kaktusstücke nehmen wir auch darüber. Okay, lass uns pennen. Einmal 10 Stunden schlafen, machen wir so. Müsste doch unsere Gesundheit dann wieder... Hä, warum geht die Gesundheit nicht hoch? Doch, Gesundheit regenerieren, 3. Aber warum geht's nicht? Hä? Die Gesundheit ging jetzt nicht hoch, Leute. Okay, ich versuche jetzt erstmal irgendwie dort über die Flanke oder so den Berg hochzukommen, dass wir da kartografieren können. Ist die Frage, ob das überhaupt machbar ist. Das müssen wir jetzt mal erörtern. Ach, ist das cool. Macht übelst Spaß. Neues Zeug zu entdecken.
Guck mal hier, das sieht doch so aus wie eine Treppe, die hochführt, aber sieht nur so aus, Leute. Ich muss mal ein bisschen mehr auf die Ausdauer achten, wenn mich jetzt hier was angreift, dass ich mich verteidigen kann. Also diese... Diese Sicht bringt irgendwie bei diesen Tieren da gar nichts. Da. Abwehrtreffer. Diesmal habe ich es geschafft. Lieber Frank. Wir nehmen wieder nur diese Haut mit. Oh, was ist denn das hier? Ein krasser Baum. Eine Kanonenkugel. Okay. Kanonenkugelfrucht. Starker Ast. Ey, ist das nicht das, was wir benötigen? Geil. Leute, lasst mal kurz gucken. Baupläne. Da brauchst du eine Kupfersäge. Primitiver Webstuhl. Oh, es wird ja immer krasser. Okay, wir haben ein neues Material gefunden. Sehr geil. Ist hier sonst noch irgendwas versteckt? Nö. Aber hier könnten wir vielleicht hoch. Aber ich denke mal, wir werden jetzt hier nicht höher kommen, ne? Hm. Wartet mal, hier diese Kante. Na komm schon, Alter. Ja, das geht. Hoppa. Och, komm jetzt. Ich will doch hier nur mal ein bisschen mit dem Pinsel malen. Dann müssen wir vielleicht in der nächsten Folge tatsächlich erstmal zurück und ein bisschen so dieses Überhitzungszeug herstellen. Nein! Aua. Okay. Die wollen nicht, dass wir hier kartografieren. Wartet mal. Wir gehen nochmal hoch. Wenigstens auf die halbe Treppe da. Scheiße. Boah, los jetzt. Hoch mit dir, du Knilch. Du warst doch auch gerade oben. Was ist denn jetzt? Er weigert sich. Er weigert sich. Oder vielleicht von hier. Und dann hier. Ja, hier geht's. So, schaffe ich es da. Ach hier, auf die Kante wollten wir, ne? Ah. Langsam, langsam. Hier hoch. Und jetzt. Komm, jetzt mache doch. Nicht so einfach, Leute. Ich gebe mein Bestes. So, jetzt haben wir doch... Na komm schon. Eine gewisse Höhe hier erreicht. Wartet mal, vielleicht noch hier drüben kommen wir noch ein Stück höher. Ja, guckt mal, Leute. Das wird was. Jetzt hier drauf? Ja! Aber jetzt ist, glaube ich, Feierabend. Jetzt ist, glaube ich, Feierabend. Also, wenn ich... Vielleicht noch hier auf die Kante, aber jetzt hört's auf, ne? Okay, lass uns pinseln. Kartierung. Genau, wir müssen ja so oder so zurück. Wir brauchen ja neue, wir brauchen neue Tusche. Hier gibt's Liane, großer Ast, Aloe, Süßkartoffel. Was ist denn das hier? Kaffeestrauch. Haben wir auch noch nicht. Aber, warte, das ist in diese Richtung. Da irgendwo. Ey, das gucken wir uns noch an, Leute. Den Kaffeestrauch. Holen wir uns jetzt noch. Wir kriegen ja die ganze Zeit Schaden. Ist ein bisschen ärgerlich, aber... Ich denke mal, mit dem Kaffeestrauch kommen auch tolle Rezepte dazu. So komme ich hier ohne Schaden runter. Nee. Naja, oh, die Gesundheit ist wirklich im Keller. Da vorne muss er sein. Der allgemeine Kaffeestrauch. Der Kaffeestrauch-Dieb. Ihr wisst doch was, Leute. Wir fahren heute noch zurück. Da geht die Folge ein bisschen länger. Achso, da muss ich aber erst einen Dock bauen, ne? Da muss es irgendwo sein. Nicht, dass das hier unten in dem Canyon ist. Oh nein. Ja, es ist tatsächlich irgendwo hier unten, ne? Okay, gucken wir uns an. Was liegt denn da? Ach, das ist nur ein Stein, oder?
Ja, das ist der Kaffeestrauch. Guckt. 7-mal Kaffeebohnen studiert. Neuer Bauplan. Getrocknete Kaffeebohnen. Brauchst du Dehydrierer für Lebensmittel? Den haben wir ja da. Oh, hier liegt ein Shuttle. Guckt mal. Ja, wenn wir einmal hier in dem Canyon sind, gucken wir jetzt noch durch den Canyon. Guck mal, hier geht wie so eine Treppe hoch. Ist die Frage, wo ist mein Kanu? Da unten. Ich ihn halt wieder. Ah! Du Blödmann! Ja, komm ran! So, den haben wir. Nee, umschneiden sollst du es. Fällen. So, dann kommen wir hier durch. Ey, guck mal, da ist wie so eine Höhle noch. Oh, ist das interessant. Und hier ist auch noch irgendein krasser Ort. Leute, Leute, man kommt hier gar nicht so richtig vorwärts. Was ist denn das hier? Alter, geil. Ey, nee, Leute, da müssen wir, da muss ich einen Cliffhanger einbauen, so leid, wie es mir auch tut. Aber wir gehen jetzt zurück zum Kanu. Da kommt er. Da sehe ich ihn. So, der hat wieder keine Haut. Was ist das hier? Ah, da kriegt man die Plattenblätter. Sehr gut. Ne, wir gehen jetzt zurück zum Kanu. Wir bauschen Cliffhanger ein, Leute. Sorry dafür. Ah, da oben ist dieser Felsen. Ja, krass. Das gucken wir uns dann in einer der nächsten Folgen an. Ey, dieses Spiel, Early Access, du hast hier so viel Inhalt. Da können sich manche Spieleentwickler echt eine Scheibe abschneiden, Freunde. Ohne Scheiß. Das macht ja so viel Spaß und es gibt so viel zu entdecken und der Survival-Aspekt ist ja trotzdem da, ne? Ja, jetzt hier mit der Überhitzung gerade im Moment. Oder müssen wir uns echt beeilen, Leute. Ich hoffe, ich habe alles für das Dock mitgenommen, dass wir auch tatsächlich hier verschwinden können. Aber ich denke schon. Ich denke schon, Leute. Dann stellen wir uns noch den Überhitzungsschutz her. Genau. Und dann können wir in der nächsten Folge ein bisschen entspannter an die Sache rangehen. Und wir müssen halt unbedingt hochheilen wieder. Das heißt, zu Hause muss ich dann gesund schlafen. Schönheitsschlaf nehmen. Sehr geil. Ja, ja. Habe dich nicht so. Ich lass dich doch leben, mein Kleiner. Du bist süß. Ich habe doch schon einen von euch gekillt. War hoffentlich nicht deine Frau. Der Ameisenbär. Das ist ein niedlicher Kerl. So, kurz in den Schatten. Ne, wir brauchen das Zeug. Drei so eine Teile waren das, ne? Eins, zwei, drei. Und ein Bauhammer, oder? Nehme ich mal an. Wartet. Hallo. Gib mich mal den Bauhammer. Das ist ja der Oberhammer da. Vielleicht brauchen wir den noch gar nicht. Ich weiß es nicht mehr. Herstellung. Dock. Da haben wir es. Platzieren. Ne, Quatsch. So rum. Zack. Platzieren. Und los geht's. So, und jetzt sagtet ihr, muss ich im Boot sitzen. Warte. Navigieren. Und jetzt auf Segel setzen. Nee, Quatsch. Ach, ich kann jetzt direkt zur Kupferinsel oder was? Nee, mach das mal nicht. Wir wollen erstmal nach Hause. Ach nee, du brauchst diesen Reisepunkt. Das war hier. Ach, das war der andere. Das andere Dock. Hierhin wollen wir, ne? Bestätigen. Nicht genug Lebenspunkte. Scheiße. Scheiße.
Okay, Leute, wir müssen... Jetzt haben wir ein Problem. Wir können gerade nicht schnell reisen, weil wir nicht genug Lebenspunkte haben. Ach du Scheiße. Ach du meine Güte. Ich glaube, wir haben jetzt hier ein richtiges Problem, Leute. So, iss mal dieses Stück Fleisch. Trink mal. Und essen. So, jetzt sind wir erstmal wieder versorgt. Aber unsere Lebenspunkte gehen nicht hoch. Aber es stand doch bei dem Bett, wenn ich hier schlafe, hier in dem Bett. Steht doch. Gesundheit regenerieren. 3 pro Stunde. Aber das hat ja vorhin überhaupt nicht geklappt. Wieso habe ich denn zu wenig Lebenspunkte zum Reisen? Das ist doch völlig bescheuert, Leute. Ich probiere es jetzt nochmal. Navigieren. Säge setzen. Dahin. Ach nee, ich hatte nicht genug Wasser. Ah. Verstehe. Jetzt hat es geklappt. Ich hätte nicht genug Wasser gehabt, wäre verdurstet und hätte dafür zu wenig Lebenspunkte gehabt. So. So ist der Kontext. Verstehe, verstehe. Bin ich selbst drauf gekommen, Leute. So, da sind wir. Oh, Segeln Stufe 4. So, jetzt ist es natürlich mitten in der Nacht, aber das ist ja gar kein Problem. Wir brauchen ja eh Schönheitsschlaf. So, ich trinke mal einen Schluck hier aus der Pulle. Ist natürlich nichts drin. Ne, mache erst hier ganz drüben. Zack, sind wir erstmal diesbezüglich wieder aufgestellt. Hey, neue Scorbys sind wieder da. Grüße dich, meiner. Da krabbelst du also hier rum. So. Dieses Bett. Macht Gesundheit 3 in der Stunde. Ist nicht viel, Leute. So, jetzt haben wir erstmal 50% Gesundheit wieder. Chemiewerkbank, sagten die. Da. Jetzt habe ich die Ameisen natürlich wieder im Floß. So ein Mist. Die Häute? Genau! Die Häute können wir schon mal trocknen von diesen TU-Dingsi. Dann können wir vielleicht diese Trinkflasche herstellen. So, wartet mal. Das Buch können wir lesen. Ach, ich habe ja nur die eine. Frische TU-Haut. Und die Ameisen. Zack. Hallo, rüber. Wieso gehen die nicht rüber? Jetzt. So, wartet mal, Leute. Dann gucken wir gleich mal. Wie war das hier? Ach, wir haben noch 2. Alles gut. Baupläne. Ich denke mal, ich muss erst die verarbeitete TU-Haut herstellen. Und dann kriegen wir wieder neue Rezepte. Das macht ich hier, ne? Nee, wo mache ich denn das? Verarbeitete Haut. Warte, da muss ich nochmal gucken. Baupläne. Was brauche ich dafür? Eine ausgezeichnete Gerberwerkbank. Okay, die haben wir noch nicht, Leute. Dann tun wir die jetzt halt raus. Machen uns aber jetzt in der Chemiewerkbank erstmal das Zeug hier. 3 Stück. Arbeit. Kein Werkzeug ausgewählt. Was brauchst du denn dafür? Mörser. Wir haben noch keinen Mörser. So, Leute, wartet mal. Ich muss mal ganz kurz aufs Klo, dann stellen wir einen Mörser her. Ich mach mal hier kurz Pause. So, Leute, sorry. Musste echt mal das Bier raus. Mörser und Dingsi-Bumsi. Müssen wir mal schauen, wie es hergestellt wird. Mörser und Stößel. Da ist er. Kokosnussmörser. Da brauchst du eine Kokosnuss und einen kurzen Griff. Wartet, der kurze Griff war doch hier herzustellen, oder? Ah, dass ich mir das alles immer nicht merken kann, aber naja. Ich bin ja auch erst neu in dem Spiel. Wo mache ich denn den kurzen Griff? Scheiße. Herstellung. Gib mal Griff ein, da ist er. Kurzer Griff.
brauchst du einen großen Ast. Und ach, das macht man einfach im Dings. Oder? Großer Ast haben wir. Da. Zack. Oder habe ich vielleicht noch einen kurzen Griff hier in dieser einen Kiste? Wartet mal. Hier, da. Nee, da haben wir keinen. Okay. Ey, wir haben ja noch die Eisenaxt, habe ich gerade gesehen. Das ist ja cool, vom Anfang noch, wisst ihr? Kann ich das ja eigentlich reparieren? Ja, kann ich. Cool. Aber nee, macht ja erst Sinn, wenn das komplett runtergerotzt ist, das Zeug, ne? Bleib mal bei der Sache, Beutel. Du wolltest einen Griff herstellen. Nicht schon wieder von anderen Dingen ablenken lassen. Kurzer Griff, hergestellt. So, und dann... Gehst du hier auf Baupläne? Nee. Zack. Baupläne. Und da haben wir's. So. Und jetzt müsste es doch theoretisch gehen, oder? Arbeit. Dreimal Ameisen, behandelte Ameisensäure. Aber eigentlich können wir gleich noch mehr herstellen. Ach nee, wir haben keine Ameisen mehr. Na gut. Haben wir das erledigt? Wartet, wir haben Mittag. Das bedeutet, wir könnten das Buch schnell lesen. Dann können wir nämlich gleich wieder schlafen, kriegen wieder Gesundheit drauf. Ja, fetzt. Was bringt denn das hier eigentlich? Essen, 2, Wasser. Das ist ja richtig nice. Das ist ja richtig nice. Ach ja, und hier ist doch immer noch dieses Ding. Ach so, Kaffee. Wartet. Wo hab ich denn das Ding? Hier ist das Lagerfeuer. Ach, hier hinten. So, hinzufügen. Getrocknete Pilze. Könnten wir machen. Kaffee. Echt, da... Oh. Scheiße. Da geht immer nur einmal Kaffee rein, oder was? Dauert 10 Stunden. Naja, gut, da ist es halt so. Können wir jetzt nicht ändern. Das Buch lesen. So. Lesen. 6 Stunden. Zack, segeln. Die Dauer des Schnellreisens wird um 50% verringert. Ey, das ist geil. Dann brauchst du nämlich auch nicht mehr so viel, trinken. So, jetzt ist die Frage. Warum hat es jetzt meine Gesundheit wieder nicht aufgefüllt? Das verstehe ich nicht, Leute. Gesundheit, Regeneration, 3 pro Stunde. Aber es hat nichts, ist nichts passiert. Merkwürdig. Na, egal. Was ich mal noch herstellen wollte, genau. Sorry, Leute, fürs Hin und Her. Haben wir noch Zeit? Ey, wir sind ja schon wieder bei 42 Minuten. Und zwar Bambus-Trinkflasche. Die kann nämlich mehr. Die Frage ist, wo mache ich die? Bambus? Da. Bambusgefäß. Rohrkolbenzunder. Hab ich doch, oder? Hab ich doch. Warte, ich trinke erstmal schnell was. So, okay. Rohrkolben-Dingsi. Die Frage ist, wo habe ich das hingepackt? Hier ist es offensichtlich nicht. Ach, Schakalhaut haben wir ja hier auch noch. Guck mal, was wir hier noch alles haben. Dann nimm das mal rüber und tu das mal in die richtige Kiste. Damit wir hier... Oh, ich kann mich nicht bewegen. Scheiße. Ach, Mist. Wartet. Kann ich jetzt wieder? Ja, jetzt geht's. So, zack. Zack, zack, zack. Ey, der Kokosnussmörser hat sich aber schnell abgewetzt. Dann tun wir den mal hier rüber. Diese Haut wollte ich noch. Die hauen wir auch mit hier rein. Zack, zack. Wunderbar. Kokosnusszeug. Hier, hier Rohrkolben. Die Frage ist, wo habe ich... Ah, hier. Alles klar. Dann stellen wir zweimal diese Dinger her. Bambus meinte ich natürlich. Wie komme ich denn auf Kokosnusszeug? So, 2 Stück können wir herstellen. So, geil. Dann können wir gleich mal nachfüllen, nehme ich mal an. Wartet. Erstmal. Nee, erstmal die hier.
Nehmen, nehmen, nehmen. Und dann sind sie immer da drüben schon mal ein bisschen mit Wasser versorgt. Und es regnet ja noch weiter. Das ist gut, Leute. Das ist gut. Jetzt haben wir hier zweimal die Gefäße. Was wiegen die denn? Ein Kilo. Was wiegt das Ding? 1,5. Okay, wir lassen das andere hier, Leute. Das trinke ich vielleicht noch aus. So. Das haue ich hier mit in die Speisekiste. Und was wir jetzt noch gucken müssen... Ach, scheiße. Ah. Ihr hattet mir gesagt, ich soll noch mehr so ein Dattelpalmensaft-Dingsi. Ey, da nehmen wir uns fürs nächste Mal... Das müssen wir uns merken. Wir nehmen uns fürs nächste Mal dieses Saftzeug mit. Weil da war ja gleich dort, wo wir angedockt sind, war ja gleich eine Dattelpalme. Und da bringen wir zwei so eine Dinger an. Ihr habt gesagt, da kann man auch mehrere an einen so einen Baum anbringen. Und da haben wir dann dort drüben erstmal kein Durstproblem mehr. Cool. Freunde. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da wird es spannend. Da gucken wir uns auf der Insel alles an. Ich weiß, das ist nicht die Kupferinsel. Aber ich will natürlich jedes Stück Insel dort peu à peu mit euch durchgehen. Ja, dann freue ich mich auf die nächste Folge. Habt ein schönes Wochenende. Bis dahin, macht's gut. Ciao.